Hallo, halli, willkommen beim neuen Lenkrad-Vlog. Da sitze ich schon im Auto und werfe einen Blick auf die Leute, die strenge Blicke auf mich werfen. Das ist ganz prima und von und zu überhaupt. Ja, ich bin am Weg zu einem Kunden und ich sag's euch, gestern Abend hat mich der Neid gefressen. Ich war da wo bei jemandem, der genauso ein Anwesen hat, wie ich mir das wünschen würde. Es war so arg. Und wie er mir gesagt hat, was er dafür bezahlt hat, hat mich der Neid erst so richtig gefressen. Also wirklich, es ist unpackbar. Es ist unpackbar. Ich werde nochmal in Ruhe lang drüber reden. Ja? Ich habe das nämlich gestern schon aufgezeichnet. Das kommt aber erst irgendwann, wenn ich im Gefängnis sitze oder sinngemäß was Ähnliches passiert. Es ist Folgendes. Ich war weit oben, Weinviertel. La Antaya in der Gegend, ja? So, dort. Super. Halbe Stunde von La Antaya weg. Okay, 19 Minuten, ich geb's ja zu. Muss ja nicht alles stimmen, was ich sage. Dort war ich und habe einen Flipper geholt, den. Puh, wie heißt der? Vergessen. Der mit Arnold Schwarzenegger im Hintergrundbild. Wisst ihr, dass es 3 Flipper gibt mit Arnold Schwarzenegger im Hintergrund? Boah, oder? Wäre so eine unnütze Wissenfrage. Na, zurück zum Thema. Das ist direkt gegenüber von einem Bahnhof, von der Schnellbahn, wo alle halben Stunde ein Zug fährt. Also von dem her öffentlich perfekt. Ja, also wow. Und der Überhammer ist, es ist ein Grundstück, das ist nicht so groß und es ist auch nicht so klein. Also es ist vergleichbar mit unserer Liegenschaft in der Lenkbach ohne Koppel. Also die Gatschkoppel schon noch, sage ich mal, die wird noch dabei sein, aber die große Koppel nicht, also der Berg nicht. Es ist kein Berg, es ist nicht ganz eben, aber es ist so ein bisschen so ein Sutten, ein bisschen, gell? Richtig gemütlich, also echt toll. So. Es ist so ein altes Anwesen mit einem alten Herrschaftshaus. Natürlich alles verfallen und kaputt, das ist egal, das macht ja nichts. Und rundherum so Stallungen, Wirtschaftsgebäude, Dienstbotengebäude. Vom 18. Jahrhundert irgendwas, ja. Es ist mehrstöckig, hat teilweise sogar einen Keller. Hat daneben einen kleinen Park. Und der Überhammer ist, rundherum ist Straße. Das heißt, kein Nachbar. Also ich meine, schon Nachbarn über der Straße, aber kein direkt angrenzender Nachbar. Der Überhammer ist, dass rundherum die Gebäude sozusagen eine Art Festung bilden. Rundherum Gebäude, mit Ausnahme eben von 4 Einfahrten. Und die Gebäude sind so circa 3 Meter von der Straße weg. Also so ein kleiner Grünstreifen rundherum. Es ist so genial, es ist so super, es ist überhaupt das Beste von und zu überhaupt. Und ich bin so, so irritiert, was man mir dort für einen Preis genannt hat, dass das gekostet hat vor 20 Jahren oder 10, 15 Jahren. Es war ein Hammer. So, jetzt schaue ich gerade, ob der da mein Rad flaucht. Nö, hat einen Müllsack mit. Mit einem Müllsack flaucht er mein Rad nicht. Jedenfalls, wow, das hätte ich sofort gewollt. Also, aber sofort. Aber sowas von so sofort. Und jetzt bin ich echt verleitet zu schauen, ob es nicht sowas in der Art nochmal irgendwo gibt. Die Frage ist, wie findest du es? Ne? Das ist ja schwierig. Ah, wäre auch ganz geschickt, das wäre ein Krankenhaus in der Nähe. Meine Frau hat gesagt, in dem Krankenhaus möchte sie nicht arbeiten. Aber ich meine, Verhandlungsbasis, oder? Ja. Oh, jetzt habe ich aber schon lange drüber geredet. Die Frage ist, worüber rede ich noch? Ich habe schon so eine Idee. Machen wir kurz Pause und dann rede ich nochmal. So mache ich das nur, da schauen, dass ich da nicht die ganzen Bauarbeiter mit vernichte. Ah.
Sattel, nicht Sattel zu werden. Nachläufer! Ein Nachläufer nehmen wir. Ich zeige euch mal die bunten Wolken und die schöne Musik und dann schauen wir, wie wir weiter tun. Ja. Wenn du dich jetzt fragst, warum redet er so? Ja, ich habe gestern einen schönen Nachmittag gehabt. Wirklich nett, ja. So, so ein Nachmittag, wie ihn die Behörde nicht will. Ganz nette Leute getroffen. Man hat mir eine Haube geschenkt, Schatz. Ich habe eine rote Haube bekommen. Ich bin voll und zu überhaupt begeistert. Meine andere ist mir eh so klein und ihr seht, da ist immer der Ring. Meine Frau hat sich noch nicht motiviert, die zu restaurieren. Übrigens ihre eigene auch nicht. Aber sie hat schon die Hüte gemacht. Und dann hat mich jetzt schon mehrmals eine nette Dame angerufen, dass da ein Notebook hat, wo sie glaubt, das ist ein Wasserschaden und das Gehör hat repariert und überhaupt. Und ich habe gleich mal abgewunken, so nach dem Motto, das ist so ein Schulnotebook. Ja, so ein Schulnotebook vom Land, vom Bund, was das bezahlt hat. Und dann hat sie es gebracht. Und ich bin einmal sehr irritiert, denn es ist kein ThinkPad. Es ist kein ThinkPad. Es ist ein Lenovo, aber kein ThinkPad. Irgend so ein Idea-Dingsti-Bumsti. Keine Ahnung. Ganz überraschend. Also hätte ich nicht damit gerechnet. Jetzt ist es da. Und ich habe gerade den Flipper ausgeladen. Wow, war das einfach. Das funktioniert. Ich habe ihn im Auto geführt. Wir haben ihn zufällig so eingeladen, dass der Hintern hinten im Auto ist. Damit bin ich mit dem Auto halt in den Hof, die Hinterachse auf die erste Stufe, haltet euch fest, ganz zurückfahren, bis die Hinterachse an der zweiten Stufe vor der Bürotür ansteht. Dann habe ich mir eine Sackrolle geholt. Die hat exakt, wenn man sie hinlegt, 2 cm niedriger als die Stoßstange oben. Das heißt, die habe ich da so draufgelegt, Flipper rausgeschoben, flutsch. Ein Schnirr rundherum, bin reingefahren mit ihr. Ich habe mir nicht einmal wehtan und ich habe mich nicht geplagt. Zugegeben, es ist kein Whitebody, es ist ein normaler. Ein Whitebody steht auch noch an, der wird aber eh nicht kommen. Bin ich halt total überrascht und irritiert und freue mich. Jo. Wo war ich eigentlich? Beim Flipper ausladen? Ja. Jetzt fahre ich zu einer anderen Kundin und da machen wir was mit Datensicherung, haben wir gesagt. Da werden wir irgendwas probieren. Schauen wir es uns an. Und dort. Das ist jetzt nicht so toll, also die werden nicht begeistert sein, da würde ich total umbauen. Die machen so ein Windows-Image-Backup bis jetzt und mal unter uns, das hat keine Zukunft. Ja. Microsoft ist ja ein lieber Verein, wenn man jetzt über Outlook könnte man mal reden, das machen wir, über Outlook reden wir mal, bist du deppert, ist das Programm schon kaputt und es wird jetzt ganz kaputtet. Das nennt sich jetzt neues Outlook. Ja, so klare Botschaften. Neues Outlook. Weil man sagt Outlook 2026 oder Outlook. Apple macht's gut. Apple gibt so blöde Namen, aber es ist ganz klar. Da hast du einen Apple Jovonite und der Jovonite, das ist der Jovonite und dann weißt du, das ist der alte und dann der neue heißt dann Sabrina oder Susi Gaxi oder wie auch immer. Aber das mit den, ich war schon gegen die Jahreszahlen. Ich bin ein Freund der Versionsnummern. Wenn du sagst, bei Windows haben sie es ja. Bei Windows haben sie 10, jetzt haben sie 11, dann kommt 12. Das wissen wir ja schon. Also das ist ja ein interessantes Konzept. Aber bei Office darf es keine Versionsnummern mehr geben. Nö, das muss eine Jahreszahl sein. Bei XP haben wir nur einheitlichen Namen gehabt. Aber worüber wollte ich eigentlich reden? Na, die Zeit ist eh schon fast um. Jedenfalls ist alles so wischiwaschi und hin und her. Und da fragt man sich dann, ob das alles Sinn macht und sowieso. Ich drücke mich gerade, also totaler Stress. Ja, also ich habe da gestern meine Frau gebeten, dass sie mit einem eigenen Auto fährt und sie hat dann die Kinder am Abend freundlicherweise gemacht, was ja eigentlich meine Aufgabe ist.
Und ich war bis fast 10 unterwegs, den Flipper holen, weil das eben so weit weg war. Ist. Es ist noch immer so weit weg. Und war ganz witzig. Aber es ist natürlich so, heute Arbeit, beruflich so. Aber putzen muss ich noch, weil das ist ja gestern nicht gegangen, weil ich unterwegs war. Dann habe ich gestern eben diese Virtualbox aufgezeichnet und heute komme ich drauf, dass der Ton nicht passt. Und zwar ist der Ton zu schnell. Aber haltet euch fest, der Ton ist nicht durchgehend zu schnell, sondern immer wenn ein Ton gekommen ist, ist dieser Ton doppelt so schnell aufgenommen in der Videodatei, als er in Wirklichkeit ist. Okay. Es ist aber nicht über das ganze Video so, dass man sagt, okay, man macht einfach den Ton halb so schnell und dann passt es wieder. Sondern immer dann, wenn ein auslösendes Ereignis war, immer dann war es eben dann die 10 Sekunden schneller und dann war wieder nichts. Also es ist unmöglich, dieses Video zu schneiden. Jetzt bin ich schon überlegen, ob ich das vielleicht außerhalb der Virtualbox nochmal extra aufzeichnen mit einem Wave-Recorder oder irgend so. Es ist auf jeden Fall Theater. Jetzt habe ich gestern da eine Stunde umgeschissen mit den Durchklicken durch diese Software und jetzt habe ich das Theater, das wieder nicht geht. Die Freude ist groß. Die Freude ist groß. Ja. Gut, damit habe ich euch alles Wichtige erzählt. Werde mich jetzt höchst motiviert. Ja, das ist super. Wenn ihr so eine Liegenschaft kennt, wäre natürlich geil, wenn die Richtung Krems wäre. Ne? Wenn das Richtung Krems wäre, dann hätte es den Vorteil, ich meine, es ist schon wieder sehr, aber da im Wald, zwischen St. Pölten und Krems im Wald, das ging halt schon auch. Dass wir es dort irgendwie machen. Das wäre ein Konzept. Denn wenn man das so machen würde, dann könnte man ganz wunderbar dort das machen. Und wenn man dort so eine Liegenschaft finden würde, ich meine, Melk ging ja da noch, oder? Melk ging ja auch. Was soll ich uns machen? Schauen wir uns die Judo-Vorschläge an. Die Judo-Vorschläge, Lego-Technik-Kauf bei eBay vom Held TV. Warum sieht keiner diese einfach und günstige Heizungslösung von Andreas Schmidt? Sidelined 2 von Retro-Putzk. Feuer und Eis Backstage hinter den Kulissen einer Kirmesachterbahn. Kirmesfan Mopol, die haben alle Namen, beerdigt die humane AI-PIN, das Smartphone und Galaxy. IBM PC 5150 Repair von Agents Digital bis Metall. Every mistake I made since 2014. Tom Scott. Na, da haben wir wieder was gelernt. Ich muss jetzt anfangen zum Übertragen, weil sonst ist das bis 6 Uhr fertig, weil ich so viel gefilmt habe. Ich sage, das ist eine Katastrophe. Bis morgen.